Hey, und weiter geht's mit dem nächsten YouTube-Video. Wir haben heute die neuesten Mangas von Von Egmont. Und zwar gibt es Folgendes: eine neue Sci-Fi-Reihe, ein neuer Boys Love, Frauenfreundschaften und vielleicht das Wichtigste, Makoto Shinkai. Bis gleich. Heute stellen wir euch die neuen Mangas von Edmond Manga. Da gibt es einen Neustart und eine Reihe, was abgeschlossen ist. Beziehungsweise gibt es hier noch zwei Einzelbände, die hier im Großformat erscheinen. Bei Edmond Manga. Ja. Auf geht's. Fangen wir an. So, erstmal geht es mit Prison School weiter. Mit Band 26 mittlerweile. Da fehlen jetzt noch zwei Bände, dann ist die Reihe abgeschlossen. Eins meiner Lieblingsreihe, Prison School. Dann gibt's noch einen neuen Boys Love Einzelband, den Joe natürlich vergessen hat, weil wir alle wissen, Joe steht nicht so auf Boys Love. Aber Daily Kanon, es gibt wahrscheinlich Fans davon bei euch. So, Noragami. Ja, nach langer Zeit. Beliebte Reihe geht endlich weiter mit Band 21. Dann Love ebenfalls eine sehr beliebte Reihe. Und zwar Kaguya-sama Love is War Nummer 2. Erscheint übrigens auf DVD demnächst. Auf Deutsch. Genau, sogar der erste mit Schuber. Oh. Ist ja ganz schick, so ein Schuber. Auch bei dir, ne? Natürlich, kann man bei uns bestellen. Color of Happiness, Band 7. Dennoch der zweite Band von Love Nest. Love Nest. Wie man sieht, Boys Love. Oh, Astra Lost in Space. Genau, eine neue Reihe mit Weltraumkadetten. Hat insgesamt 5 Bände und zwar Astra Lost in Space. Genau. Schauen wir mal rein. Richtig nice. Los. Auch ziemlich dick. Ah, für jeden Sci-Fi-Fan. Genau das Richtige. Ja, ist schon ein bisschen dicker. Und da ist eine Farbseite vorne. Eine Farbseite. Beziehungsweise ein Poster. Nein, ein Poster. Wenn ihr euch traut, das rauszumachen. Ich bin hier immer so, lass ich lieber drinnen. Ich lass es auch drin, sonst geht das kaputt. So, noch eine Boss-Reihe geht weiter mit Band 3. Black or White. Was haben wir hier? Infection. Infection Nummer 13. Dann. Border for Rent. Genau, Slice of Life. Border for Rent. Schon lesen? Nee, noch nicht. Du? Ist sehr, sehr traurig. Okay. Die Cover sehen gar nicht so traurig aus. Ja, das ist schon krass. Dann Say I Love You. Ja, das ist abgeschlossen jetzt. Band 18. Wie auch hinten drauf steht, das emotionale Finale der beliebten Reihe. Und hast du schon das Rückenbild gesehen? Mit den anderen Bänden? Wir können ja hier mal zeigen. Hier. Ja. Da ist das Rückenbild. Hier ist das Rückenbild. Leider ist der 18. nicht mehr als Rückenbild verarbeitet. Haben die irgendwie, keine Ahnung, übersehen? Passiert. Dann noch 5 Seconds to Death. Band 10. Und ein Horror-Manga. Igai. Igai, The Play Dead Alive. Band 9. Dann gibt's die immer beliebter werdenden Großbände. Ja, letzten Monat gab's das auch, ne? Ja, letztes Mal gab's am Rande des Nachthimmels ein sehr schöner Boys Love. Diesmal gibt's einmal Slice of Life, gerade durchgelesen. Es geht darum, um zwei Mädels, darum, dass eine Freundschaft eigentlich mehr wert ist als eine Beziehung zu einem Typen. Dem ist so. Mhm. Das lehrt dir dieses Manga. Das ist ein sehr schönes Manga. Hat 3 Kapitel. Jedes Kapitel aus der Sichtweise eines anderen Charakters. Und obendrein gibt es noch eine Bonus-Story hinten drin. Und kostet 12 Euro. Kostet 12 Euro. Ist auch ein bisschen dicker, das Papier. Ja, ja, stimmt. Es ist auch mehr so glattes Papier. Ja, gegen das heißt, es wird nicht gelblich. Genau. Nach Jahren oder so. So, dann kommen wir vielleicht zum... She and the Cat. Zum Besten. Das ist in zweierlei Dinge ein Erstlingswerk. Erstens ist es der erste Kurzfilm von Makoto Shinkai. Makoto Shinkai kennen wir alle. Von Wolverine with You und Your Name. Okay. Deine emotionale, es ist so, aber weißt du, alle lieben Makoto Shinkai und du so, er ist halt da. So, und zweitens ist das der erste Manga von Tsubasa Yamaguchi. Jetzt fragst du dich. Wer ist Yubasa Yamaguchi? Wer ist denn Yubasa? Achso, der? Er hat Blue Period gezeichnet. Also in beiderlei Dinge ist es ein Erstlingswerk. So, der Kurzfilm geht auch nur 5 Minuten. Den kannst du dir gerne mal reinziehen. Den könnt ihr entweder im Internet gucken oder gibt es als extra bei der DVD The Voice of Distant Star, auch ein Kurzfilm von Makoto Shinkai.
Und das geht um dieses Mädel, also sie, und ihre Katze. Eines Tages findet sich die Katze und die wohnt jetzt dann bei ihr zu Hause. Und dann erfährt man mehr über ihr Leben. Das ist eine sehr schöne, melancholische Geschichte im Stil der älteren Makoto Shinkai-Sachen. Weil die neueren sind ja ein bisschen, ich würde jetzt sagen, Mainstream geworden. Und im Gegensatz zum Original-Anime-Kurzfilm erfährt man auch mehr über ihr. Das bleibt nicht so im Waage, wie das sonst bei Makoto Shinkai ist. Also eine sehr schöne Geschichte über Selbstfindung, Erwachsenwerden und den Sinn ins Leben finden. Okay. Darum ich wollte es damals auch kaufen in Brasilien. Ich habe es auch gesehen. Ja. Aber habe es nicht gekauft. Aber jetzt kann ich das kaufen. Oh, ja. Das Manga ist übrigens von 2016, der Kurzfilm von 1999. Deswegen gab es das ja schon in Brasilien. Genau, also sehr zu empfehlen. Und wenn wir schon dabei sind, was wir empfehlen, wir brauche ich das nicht aus der Hand nehmen. Chien Taket. Das hier hat mich sehr positiv überrascht. Die Zeichnungen sind schön, die Charaktere sind toll, die Story ist schön. Aber für alle, die Freundschaft mögen, auch wenn viele denken wahrscheinlich, das ist Girls Love. Nein, ist es nicht, nur weil es dann... Ah, es ist kein Girls Love. Habe ich nie behauptet, oder? Ja, es geht um eine Frauenfreundschaft. Okay. So, und dann gibt es da noch irgendwas? Ja, hier ein bisschen Comedy mit Prison School. Prison School. Was gibt's denn bei dir, Joe? Sag also an. Nicht Astra Lost in Space? Ich stehe nicht so sehr auf Sci-Fi, muss ich zugeben. Da muss mich schon ansprechen und das spricht mich nicht wirklich an. Planets? Gefällt's dir? Na, auch nicht wirklich. Ach so. Also, es gibt guten Sci-Fi, aber ich bin mehr so Fantasy-Fan. Okay. Dann sag an. Bei soll ich das für dich hochhalten? Ne, ja, das erstmal das. Okay. Das will ich erstmal schauen, ob es mir gefällt als Neustart. Ja, in Prison School schon lange nicht mehr gelesen, aber wenn es dann abgeschlossen ist, dann geht's weiter. Und diese Reihe ist auch Ende des Jahres auch abgeschlossen bei Edma Manga. Ja, endlich mal, oder? Ansonsten Brother for Rent. Und das war's. Oh, nichts von den Großbänden? Ja, kommen wir mal auch mal schauen. Bei denen. Ja. Die haben noch gar nicht gezeigt, wie das genau aussieht, oder? Stimmt. Aber das können wir länger nicht machen. Schöner, klarer Zeichenstil. Sehr schick. Also das für Leute, gefällt mir und sieht so aus wie Orange, also von Ähnlichkeit. Ja, die Typen haben schon ein bisschen ähnlich, weißt du. Und dann würde ich auch gerne bei denen hier schauen. Genau, wo wir natürlich auch rein bitte. Obwohl, haben wir bei ihm schon, oder? Ich bin unsicher, ich sage erst nicht. Ich hab kein gutes Gedächtnis. So sieht das Ganze aus. Und hier vorne schöne, melancholische Farbseiten. Cool. Die von Makoto Shinkai. Gewohnt. Genau. Das war's. Ja, das war's. Das waren jetzt 4 Videos am Stück. Ja. Das heißt, nächste Woche ist erstmal Pause. Ich habe euch genug genervt. Ich komme in 2 Wochen wieder zu Ultraverse. Und nächste Woche gibt es ein Gewinnspiel bei mir im Manga-Update. Da bin ich sehr gespannt. Kannst du irgendwas verraten? Es ist eine coole Serie und das ist auch sehr bekannt. Also, bei Manga-Kult. Also du magst die Reihe, oder? Ich mag die Reihe. Okay, dann seid gespannt. Ihr könnt ja vielleicht schon erraten, was er mag. Ja. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen bei Ultraverse, ne? Ja, da freuen wir uns schon drauf. Da wird eine Reihe abgeschlossen werden und wahrscheinlich irgendwas Neues starten. Gut, dann sehen wir uns demnächst. Peace.